Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Craftopia. Jetzt ist mir gerade der Name nicht eingefallen. Und ihr hört es hier im Hintergrund, es mut schon die ganze Zeit. Wie kommen die da raus? Egal. Die Kuhproduktion ist auf vollen Gange. Batterien werden produziert, die nicht wirklich eingesaugt werden. Okay. Ich muss hier nochmal den ein oder anderen Böppel hinsetzen. Und die Kühe, die hier draußen rumrennen, die möchte ich mal ganz kurz ausmerzen. Ich frage mich, wie die hier rauskommen. Die quitschen doch nicht etwa durch die Wand, durch den Boden durch. Ja, egal, das mache ich offscreen. Lol, kommen die hier raus? Egal. Ich habe hier meine Kuh- und Batterieproduktion ja erweitert, wie man sieht. Und wenn ich will, ziehe ich einmal die Wand hier weg und dann ja wird ganz in Ruhe Fleisch hergestellt, wenn sie da reingehen. Wenn sie natürlich da reingehen wollen. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch nicht schlimm. Dann habe ich immer noch meine Faust. So, aber die Wand setze ich erstmal, weil es dürfen nicht alle Kühe sterben. Auch wenn ich genügend Pokebälle habe. Hier stelle ich wieder ein bisschen was her, wie man sieht. Und ja. Heute wollte ich aber was anderes machen. Und zwar einmal mit dem Helikopter fliegen. Und ich möchte gern neue Maps freischalten. Dazu muss ich erstmal gucken, was ich jetzt alles benötige. Und es ärgert mich ein bisschen, dass das Portal so weit weg ist. So, wollen wir mal gucken. Wir müssen nämlich eine Level 5 Insel freischalten. Hier brauchen wir Holz, Reed. Also Wood, Reed und Iron. Okay, Eisen haben wir jetzt mehr als genug und irgendwo läuft auch noch unsere automatische Eisen-Ingot-Farm. Da möchte ich auch demnächst mal nachgucken. Also wir brauchen Reed. Hier, wir brauchen Holz. Da haben wir mehr als genug. Unsere automatische Holzfarm läuft auch irgendwo noch. Ja, ich muss da halt überall mal nachgucken gehen. Hier, komm, scheiß drauf. Wir nehmen so viel mit, wie wir haben, ne? Denn können wir gleich ein paar mehr freischalten, ne? So. Die Kühe können weiter in Ruhe bumsen, ne? So, ihr wisst ja auch, die Maps, die ich schon komplett fertig habe, benenne ich als erledigt. Das heißt, hier ist noch was, da sind noch die zwei Drachen, da sind noch ein paar kleine Erzvorkommen. Hier ist noch sehr viel und auf denen ist auch noch sehr viel. Vor allem hier ist ja unsere Holzfarm. Ich glaube, hier ist sogar unsere Dingsfarm, unsere Eiseningotfarm. Und ja, wir gucken mal, was bräuchten wir jetzt für Stage 4? Ja, okay, wir machen erstmal hier alles frei, würde ich sagen. Oha, was haben wir denn da? Holy shit. Okay. Oha, die gefällt mir. Wie gesagt, jetzt hier einfach alles freischalten erst einmal. Okay, und jetzt brauchen wir die Cowwheels, die Zahnräder. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Cogwheels, Cowwheels. Cowwheels, ich weiß es einfach nicht. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch relativ scheißegal, um ehrlich zu sein, weil, no, genau. Ich bin der englischen Sprache ja nicht so mächtig wie andere und das ist mir egal, dafür habe ich andere Talente. Brot kommt wieder hier rein. Den
Den Rest brauchen wir noch. Solange wir die Zahnräder hergestellt werden. Ja, das... Genau, Ansaugböppel. Die Batterien müssen noch angelutscht werden. Ich habe noch ein einziges, ne? Das ist natürlich nicht gerade schön, wenn man nur noch eins hat. Das muss hier in die Ecke dann. So. Die müssten normalerweise angesaugt werden. Alter, die Kühe, ne? Lasst mich doch mal in Ruhe. Los, rein hier jetzt mit euch. Ich lasse das jetzt einfach mal offen, just for fun. Ja, mit der Faust haue ich zu, das ist nice. Aber ich frage mich, warum die hier rausgeglitscht sind. Woran könnte das liegen? Das ist doch mit den Schafen auch nicht passiert. Kommen die wirklich durch den Container raus? Dann muss ich mir da auf jeden Fall... Ja, Tatsache, die kommen durch den Container raus. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass die da nicht mehr rauskommen. Ich habe ja hier noch ein bisschen was. Kann ich das zufälligerweise hier so setzen, wie ich das möchte? Baumodus. Drehen. Sneaky, sneaky. Ich den jetzt einmal da setze. Einmal hier setze. Dürften wir eigentlich nicht mehr rauskommen. So, die müsste jetzt wirklich eigentlich komplett safe sein. Ja, hier hinten die Kühe sind soweit verschwunden. Ich brauche nochmal die Bodenplatte für... Die kommen da immer noch raus. Die glitschen da irgendwie raus. Ja, es soll mir recht sein. Ist mir erst einmal egal. Wir wollen heute was anderes machen. Das weg, das weg. Schwert habe ich aufgenommen. So, da haben wir 60 Zahnräder. Ich denke mal, das reicht fürs Erste. Die Bäume hier werde ich auch noch wegmachen irgendwann mal. So, Level 4. Okay, das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Hier brauche ich dann wieder Zahnräder und das Öl. Okay. Alles kein Problem. Da stellen wir noch ein paar her. Okay, da haben wir ein bisschen was. Da kann ich auch wieder richtig schön XP farmen und leveln. Das soll auch nicht wirklich das Problem sein. Ich brauche aber noch mehr Zahnräder. Ich habe doch hier, da habe ich noch. Da. 100 Stück nochmal herstellen. Jetzt brauchen wir natürlich auch das hier. Ich muss mal ganz kurz die Milch rauspacken. Die nimmt gerade ein bisschen zu viel ein für meinen Geschmack. Ja. So, dann gehen wir jetzt endlich mal so eine Level 5 Map aufdecken. Mich würde interessieren, was es da für Mobs gibt. Wobei, wir machen erstmal noch die hier unten. Eins, wieder eine Wüste.
Ich brauche Holz. Das lohnt sich ja. Da kann ich gleich mal die Bäume hier wegmachen. Die nerven nämlich. Wow. Ike, Profi. So. Reicht das schon? Jo. Okay, wieder eine Frozen Map und noch eine Frozen Map. Jetzt brauche ich wieder Holz und Zahnräder. Ja, da könnte man doch eigentlich mal nach unserer Holzproduktion gucken. Die Zahnräder rattern ja durch. Ich hoffe mal, dass dort der Container voll ist, weil dann brauche ich jetzt nicht allzu viel mit der Hand farmen oder meine Kiste wieder leer räumen, die ich mühsam voll gemacht habe. Ja. Und dann können wir auch gleich den Helikopter testen. Wenn es mal zu Ende laden würde. Komm. Werd fertig, werd fertig. Komm, ich höre es schon. Nice. Es ist Nacht. Du willst mich doch. Geht weg. Was ist das denn? Ja. Helikopter fliegen. Ey, das sieht aber voll geil aus. Holy shit, kriegt der viel Damage. Okay. So, jetzt muss ich nur noch sachte landen, ne? Okay, warum stehen die hier nur so rum? Wo ist meine Säge, bitte schön hin? Wow. Das ist ja mal extremst viel gewesen. Wo ist meine Säge? Och nee, jetzt sag mir nicht, die hat hier gut abgefarmt. Och nee, sag nicht, die ist ins Wasser. Nee, da hinten ist sie. Lol, warum ist die da hinten? Was geht denn bei der ab? Und die steckt fest. Wow. Auf einem Busch. Ernsthaft? Ja. Automatische Holzproduktion ist ja mal voll genial hier. Da müssen wir doch mal gucken, wo wir die jetzt hinsetzen. Weil eigentlich sollte die hier unten schön abfarmen. So, farme Holz. Geht doch. Ja, also bergauf geht's leider nicht mit der Holzproduktion. Die Drohnen sind fleißig am Einsammeln. Dann würde ich sagen,
Wir fliegen erstmal zurück zum Portal. Wir haben jetzt ein bisschen Holz. Wir können uns jetzt endlich mal so eine Level 5 Map angucken. Ich bin hungrig. Dann essen wir doch schnell mal was. Und ihr seht, die Slates, die ich abgegeben habe, ich habe jetzt über 400 Leben, also dann hat sich gelohnt. Aber ich liebe diesen Helikopter. Ich werde mir davon definitiv noch ein paar herstellen. Der ist ja mal übergeil. Ich muss noch mal gucken, was landen war. Oh. Komm, einsammeln bitte. Danke. Dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück, denn ich glaube nicht, dass das reicht, was wir haben. Nee. Dann holen wir uns noch schnell ein paar Zahnräder ab und dann tun wir jetzt endlich mal so eine Level 5 Map aufdecken, weil das Achievement, das hätte ich gerne. Natürlich auch die Sachen von dort, wenn es wirklich so eine Höllenfeuer-Map ist. Weil, ja, warum nicht? Ansonsten muss ich in irgendeiner Vulkan- und Lava-Ecke Holz farmen. Wobei das eigentlich nur Holzkohle geben dürfte oder normales Holz. Aber gut, da lasse ich mich überraschen, wenn es soweit ist. So, die sind hier fertig. Die auch, das müsste... Ja, es sind 98, die ich jetzt hier rausgeholt habe. Das reicht locker für die eine oder andere Map. Außer das Holz geht natürlich alle. Dann ist es scheiße. So, wir fangen natürlich hier oben an. Oha! Reicht das noch für eins? Nein. Gut. Nein! Ach, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte da noch nicht hin traveln. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die Map in der nächsten Folge an. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.